Ja, der Titel stimmt. Die nächste Season von New World wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Wenn ihr euch jetzt sowas fragt wie, wie kann eine Season ohne wirklichen neuen Content verschoben werden, dann bleibt dran, denn ich werde euch in diesem Video einmal alles dazu erklären. Als kleiner Spoiler schon mal vorab, schuld daran sind jetzt sogar die Spieler selber. Und naja, das ist natürlich irgendwie auch etwas sehr provokant formuliert von mir, also dass die Spieler selber schuld sind. Aber wenn man sich mal den offiziellen Post von New World zur Verschiebung anschaut, dann ist ganz klar, dass Spielerfeedback der Grund dafür. Einerseits sind wohl ein paar Artefakte nicht wirklich so angekommen, wie sie gedacht wurden. Und ich glaube, der Hauptpunkt für die Verschiebung liegt aber darin, dass das ganze Update an neuem Combat Code, also dem Rework des Kampfsystems und der Controller Support noch gar nicht so wirklich funktionieren. Wir schauen uns die Punkte gleich aber einmal einzeln im Detail an und ich gebe euch noch ein paar weitere Infos, die so nicht im Text stehen. Wenn ihr nach diesen ersten Infos jetzt aber schon mal einen Boost braucht, dann checkt gerne mal meinen Partner Holy aus. Die machen Zuckerfeier Energy und Softdrinks ohne Bullshit in den Inhaltsstoffen und mit echt leckeren Geschmäckern. Mit dem Code MO kriegt ihr dann dort auch nochmal exklusiv Rabatt. Zuerst muss man aber auch einfach nochmal sagen, dass all diese Infos mal wieder so vage wie nur irgendwie möglich ausgedrückt wurden. Einerseits wird die Season 5 jetzt irgendwie auf unbestimmt verschoben. Hier wird Near Future genannt, was irgendwie sowohl nächste Woche als auch übernächster Monat sein könnte. Dazu sind auch die einzelnen Punkte wirklich nur sehr schmal beschrieben, wozu wir aber gleich nochmal kommen werden. Allgemein gesagt ist es natürlich richtig, dass man jetzt nicht noch das nächste absolut schlechte Update bringt, wodurch dann unter Umständen noch das Kampfsystem kaputt gemacht wird. Andererseits sind jetzt die Erwartungen natürlich auch nochmal deutlich höher. Ich meine, wenn die Season dann kommt, muss diese ja auch nahezu bugfrei sein. Zumindest in den offensichtlichen Teilen des Spiels, denn man hat ja die extra Zeit bekommen. Schauen wir uns aber jetzt erstmal an, was denn so zu den einzelnen Punkten gesagt wurde, die von Amazon veröffentlicht wurden. Den Anfang machen dabei dann auch die Artefakte, wo es vor allem beim Amulett eine Änderung geben wird. Die Unbesiegbarkeit war wohl irgendwie generell eine Problematik, schon beim ersten Entwurf. Weshalb es dann ja auch schon eine Änderung gab, dass man zwar 4 Sekunden unbesiegbar ist, aber danach immer noch stirbt. Die Änderung hat aus meiner Sicht das Item eigentlich schon komplett sinnlos gemacht, weshalb es jetzt aber ein weiteres Mal geändert wird. Sollte man das Amulett dann tragen und auf 0 HP gehen, erhält man sein komplettes Leben wieder und einen Rache-Debuff. Dieser sorgt dann dafür, dass man keinerlei Heilung bekommt und 12% Max HP pro Sekunde verliert, bis man entweder selber down geht oder einen Kill bekommt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das ziemlich OP sein könnte, um ehrlich zu sein. Gerade so auf Light Assassinen Playstyles, wo man jetzt halt einfach wirklich rein yeeten kann und dann mit einem Kill exakt nach dem HP Refill auch einfach wieder voll geheilt ist. Ich weiß auch nicht ganz, ob das jetzt wirklich nur für Kills zielt oder sogar auch Assists auf einem Kill dann dabei irgendwie auch noch zählen. Das wäre schon sehr interessant dafür. Aber es ist auf jeden Fall erstmal kein schlechtes Artefakt, wenn ich mir das so durchlese. Und ich sehe jetzt auch zumindest mal eine Anwendung und einen Spielstil, der sinnvoll sein könnte. Allerdings gibt es hier tausende Bugmöglichkeiten, wenn der Debuff zum Beispiel entfernt werden kann, durch Heiler oder ja andere Skills wie den Oblivion zum Beispiel. Was passiert, wenn man dann noch einen Beil dabei hat und unbesiegbar wird? Sicherlich wird es auch plötzlich Leute geben, die den Debuff auch irgendwie nach dem Tod noch haben und dann ja nicht mehr spielen können und. Ich hoffe, dass das Item dann auch wirklich ohne Fehler eingeführt wird. Allerdings muss man auch sagen, dass das Amulett-Artefakt, also dieser ganze Effekt, den ich gerade erklärt habe, auch erst in der Season 5 kommen wird. Also für das Update ist das jetzt gerade erstmal gar nicht relevant. Das ist nicht der Grund für die Verlängerung zum Beispiel. Ja, und beim Speer gibt es auch noch ein paar News. Nach meinem letzten Video habt ihr mich ja richtigerweise darauf hingewiesen, dass das Gift nur für Melee bzw. Nahkampf gilt. Und das ist absolut richtig. Es gab jetzt hier auch noch mal ein paar Infos dazu, aber im Grunde wird nur noch mal bestätigt, dass es auch wirklich nur für Nahkampf live gehen wird. Weiterhin gab es auch noch eine Erklärung zu dem neuen Brustartefakt, welches quasi Empower bzw. Ermächtigung komplett wegnimmt und dafür einfach flat Schaden gibt. Es gab hier ein paar Beispiele, wie das Ganze einsetzbar sein soll und warum es gar nicht so schlecht ist, wie manche Spieler dann irgendwie gesagt haben. Ich glaube, was aber am Ende komplett rausgenommen oder vergessen wurde, ist, dass man ja nicht nur den Effekt selbst bewertet, sondern gegen alle anderen Rüstungsartefakte vergleicht. Wenn dann ein Artefakt nur ganz okay ist, dann wird es halt niemals jemand spielen, sondern es wird immer die deutlich bessere Alternative genommen. Es steht hier auch, dass es nicht essentiell, sondern nur powerful, also ja, einigermaßen stark ist. Das ist an sich richtig, aber ich glaube, es gibt aktuell genug Artefakte, die ich persönlich in der essentiell-Kategorie schon einordnen würde. Kommen wir aber mal zu den wirklichen Punkten, die für die Verschiebung der Season 5 wahrscheinlich geführt haben, und zwar das Kampf- und Animationssystem. Und hier trifft auch der Punkt aus dem Start mit vage ausgedrückt wieder komplett zu, denn man erfährt eigentlich gar nichts. Es wird gesagt, dass das Feedback dazu
dazu geführt hat, dass man mehr Feintuning braucht und dass man jetzt nochmal testen und verbessern wird. Was genau die Punkte sind, die jetzt irgendwie gar nicht so gut sind, die vielleicht besser sein wollen, wo getestet wird, wo die Probleme liegen und einfach generell Infos werden komplett weggelassen. Man kann also nicht einschätzen, ob das jetzt nochmal komplett neu gemacht werden muss oder ein Entwickler nochmal ein bis zwei Fertigkeiten überarbeitet. Leider ist das sehr intransparent in dem Fall und eindeutig ist natürlich, dass wenn das Kampfsystem auch noch kaputt gehen sollte, ja, die letzten Spieler wahrscheinlich ebenfalls noch vom Spiel weggebracht werden. Ich kann nur hoffen, dass sich hier die Verschiebung wirklich lohnt. Ja, und beim Controller ist es eigentlich das exakt gleiche. Es gibt aber zumindest ein paar Buzzwords wie Custom Controller Mapping und Speech to Text, die aber auch gar nicht Teil des ersten Season 5 Updates sein werden, also das, was jetzt delayed wurde, sondern irgendwann später einfach nachkommen sollen. Also eigentlich soll es wohl ganz gut sein und man ändert nichts, aber trotzdem ist es irgendwie awkward, wie sie jetzt selbst schreiben. Leider werde ich daraus irgendwie nicht ganz schlau. Zu guter Letzt wurde dann aber auch noch das Kochen wieder angepasst, was so die einzige große Änderung noch im PTR war, zumindest was die Berufe angeht. Man hat jetzt dann wieder eine 1:1 Verwertung von den wichtigen Zutaten zu gecraftetem Essen und auch die Fisch-Hotspots wurden einmal gebufft. Im Endeffekt wird hier aber damit auch eigentlich gar nicht mal so wirklich was geändert werden, glaube ich zumindest, da die ehemaligen Änderungen, die jetzt quasi zurückgenommen wurden, eigentlich darauf abgezielt haben, dass man mehr Zutaten aus dem Markt nimmt, da man ja mehr gebraucht hat und weniger rausbekommen hat. Im Endeffekt war also die, ja, große Änderung beim Kochberuf eine Änderung an dem Fischen-Skill. Naja, ihr merkt vielleicht schon, dass ich das Ganze auch gar nicht mal so wirklich gut finde. Ich selbst habe mich schon wieder etwas überzeugt und gehypt, das Spiel wieder zu starten, auch den Stream dazu anzuwerfen und mit euch zusammen die Season 5 wieder anzuspielen. Es mag richtig sein, das Update nicht super schlecht zu veröffentlichen, aber die Frage ist ja, wieso es überhaupt so super schlecht ist. Und auch die absolut Intransparenz in den Infos ist leider nicht wirklich schön gemacht, wenngleich die Feedback-Posts ja erstmal etwas Gutes sind. Wir alle lieben New World ja irgendwo, aber es fühlt sich aktuell wirklich so an, als würde man versuchen, es einem wirklich nicht schmackhaft machen zu wollen, beziehungsweise die Spieler etwas vom Spiel wegzuhalten. Es wird nicht so sein, 100%, aber am Ende ist das irgendwie das, was ankommt. Ich meine, was diese ganzen Delay angeht, muss man ja sagen, dass durch die Verschiebung dieser Season jetzt das Juni-Update ja nicht wirklich verschoben wird, weil das ja auch schon einen Monat nach hinten gepackt wurde. Also es kann natürlich sein, dass am Ende, ja, im Prinzip alles einen Monat delayed wurde und dass das jetzt eben auch die Season 5 trifft. Würde für mich immer noch keine Begründung sein, aber zumindest wird hoffentlich nicht noch das Juni-Update nochmal weiter nach hinten geschoben. Schreibt mir aber gerne mal eure Sicht auf all das in die Kommentare und wir können uns gerne dazu auch noch etwas austauschen. Ich gebe natürlich auch weitere Updates, sobald es irgendwie Infos gibt und hätte euch heute viel lieber die neuen Patchnotes, coole Infos bzw. Updates berichtet als das, aber ich kann es mir leider auch nicht aussuchen. In diesem Sinne, lasst einen Daumen nach oben auf dem Video da und folgt dem Kanal für weitere Videos. Wir sehen uns dann natürlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und haut rein.